Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Jeff Pro und wir spielen wieder mit dem Getribia-Karakuri-Deck. Ja, damit kann man doch was machen. Schade, dass ich nie die perfekte Starterin direkt am Anfang habe. Was Traps angeht, sieht es eigentlich relativ gut aus. Ich denke, wir schaffen es auf jeden Fall eine Runde, unser Vieh am Leben zu halten. Wir haben gleich drei verschiedene Möglichkeiten, einen One-Turn-Kill zu starten auf der Hand. Und ich denke, ich wähle die Variante mit dem Auto, weil ich die am besten kann. Oh, das ist ärgerlich gewesen. Hier Weltraum Grand Mall. Oh, das ist nervig. Okay, was hat's mir jetzt gebracht? Wahnsinn. Gebracht hat sie ihm, dass er mich ein bisschen genervt hat und dass ich noch eine Handkarte habe. Wow. Sie Moschi-Allergie, Okay. Ja, das kann er jetzt ja jede Runde machen, theoretisch, oder? Wenn er das jetzt gleich nochmal macht, dann werde ich auf jeden Fall eine andere Taktik vorziehen. Ja, er macht's nochmal. Alter, warum verliert man denn so eine Karte? Wie nervig ist die bitte? Aber die kenne ich auch schon. Okay, geniale Idee. Wir ködern ihn. Was brauche ich denn nicht für meine nächste Combo? Den brauche ich nicht für meine nächste Combo. Wir tun so, als ob wir gerade nochmal drauf reinfallen. Und das ist noch besser, weil die dann direkt mit vom reißenden Tribut erfasst werden. Und dann lassen wir ihn jetzt gleich in die Falle reinlaufen. Oder was bist du denn? Ja. In dem Fall machen wir es auch, oder? Nee, nee, noch nicht. Noch kann ich noch mein schwarzes Loch benutzen. Ja, da kann ich jetzt ein übelstes Synchron beschwören, oder? Ja, ist ein Empfänger. Da wird es auf jeden Fall ein starkes Synchronmonster bei rauskommen. Sternstaubdrache. Okay, kann ich mit leben. Beeinträchtigt mich nicht wirklich. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich denke, jetzt wird er wieder sein nerviges Monster machen. Nein, macht er nicht. Okay, das war sein entscheidender Fehler. Dann ist alles safe. Nö, habe ich nichts gegen. Nein. Habe ich was gegen? Machen sein Monster einfach mal ein bisschen schwächer und können dann ein Monster auf unsere Hand nehmen, und zwar ein Auto. So. Dann würde ich sagen, aktivieren wir mal unsere fette Combo. So, wir machen den erstmal verdeckt. Dann flippbeschwören wir mein Monster. Ja, aktivieren schön seinen Effekt. Nein, machen das nicht. Und holen uns noch ein Auto. So schön viele Autos auf unserer Hand. Dann spezialbeschwören wir alle Autos, die wir jetzt haben. Und machen eine Spezialbeschwörung von ihm hier. Im Angriffsmodus. Aktivieren seinen Effekt. Werfen ein Auto weg. Und holen uns welche Karte auf die Hand? Ich würde sagen, einen Hund. Genau, noch ein Hund. Und dann beschwören wir den Hund. Und machen eine Spezialbeschwörung von Buraido.
im Angriffsmodus und aktivieren den Effekt von Buraido. Nehmen uns den Taktikmeister und machen den wieder in Angriff. Nein. Und dürfen dann eine Karte ziehen. Dann machen wir das verdeckt. Dann machen wir eine Spezialbeschwörung von ihm hier. Im Angriffsmodus. Nein. Dann. Ja. Du kannst eine Position spielen, ändere seine Position. Möchte ich irgendwas ändern? Eigentlich nicht. Battlephase. Angreifen, erstmal sein komisches Monster hier. Was denkt, das könnte irgendwas, obwohl es einfach schwach ist. Und dann greifen wir ihn an. So, der Sternstaublocher kann im Kampf auch nicht viel ausrichten gegen mich. Der ist nur mächtig, wenn man ihn mit Effekten versucht zu töten. Und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich relativ gut gewonnen jetzt. Weil an dieser Mauer hier wird er nicht vorbeikommen. Das war übrigens tatsächlich eine One-Turn-Kill-Combo, wie ihr seht. 2300 plus 2600 sind 4900. Plus die 2800, es hätte gereicht, um den Gegner zu töten. Nö. Ist nervig, aber nö. Ich meine, was soll er jetzt machen? Du kannst maximal ein Monster von mir loswerden. Ja, was macht er jetzt? Nee, dann mache ich lieber das. Ah, das funktioniert nicht, schade. Okay. Der schwarze Rosendrache war natürlich ein schöner Zug von ihm. Muss ich ihm lassen. Das nehmen wir uns. Battlephase. Dann zeig mal her, was du noch so hast. Nichts. Okay, dann war es das für ihn. Ganz ehrlich, wenn er schon mit schwarzen Rosendrachen so eine Scheiße abzieht, dann kann er wenigstens nicht aufgeben. Na gut, aber das war's mit diesem Duell. Wir haben mal wieder gewonnen. Karakuri-Deck, verdammt overpowered, ist aber auch mein erstes Turnier-Deck und sollte deshalb auch overpowered sein. Und ja, bis bald. Ciao.